Am 22. Juni 2015 fand der feierliche Tunnelanstich von Ischgls neuem Fußgängertunnel statt. Wir fangen morgen mit dem Vortrieb für den Tunnel an. Geplant ist, dass ca. 2 Meter am Tag vorgetrieben werden, sodass wir Anfang September, so in den ersten Septembertagen, sollten wir durchkommen und dann wird noch der Innenausbau gemacht. Und das Ganze sollte mit, glaube ich, 22. September herum abgeschlossen sein. Bei der Bohrung des 130 Meter langen Tunnels rechnen die Verantwortlichen durchaus mit der einen oder anderen Herausforderung. Man muss sehr vorsichtig sein, weil das ist ja Moräne, Lockermaterial im Prinzip, mit nicht sehr viel Feinteilen, also nicht entfestigt. Und man kann da nicht einfach drauf losgraben, sondern Vorsicht ist hier die Mutter der Porzellankiste, möchte ich sagen, oder? Und es muss vor allem die Ortsbrust immer mit Spritzbeton gesichert werden, sodass auch die Ortsbrust zu jedem Zeitpunkt des Vortriebs, also man macht das in Teilflächen auf und macht wieder eine Spritzbetonschicht drauf, dass die stabil bleibt. Ab der kommenden Wintersaison werden Wintersportler bequem vom Busterminal bei der neuen Garage an der B188 direkt zur Talstation der 3S-Paratsch-Gradbahn gelangen können. Straßenüberquerungen gehören somit der Vergangenheit an. In erster Linie soll es beitragen, um eine Beruhigung in unseren Brennern zu erzielen, nachdem die Busse relativ kompakt ankommen und da sehr viele Gäste auf einmal ausladen, war das doch eine gewisse Beunruhigung dieses Ortsteils. Und ich glaube, mit diesem Tunnel können wir den Zweck erfüllen, dass hier das alles ruhiger wird. Ruhig wird der Sommer für die Anrainer oberhalb der Tunnelbaustelle wohl nur teilweise werden, aber dennoch. Wir müssen uns bedanken für das große Verständnis, das die Anrainer diesem Bauvorhaben entgegengebracht haben. Es war sehr viel einfacher, wie wir gedacht haben, weil meistens ist einer, zwei doch vielleicht etwas kritisch. In diesem Fall haben wir das überhaupt nicht festgestellt. Und das ist dann auch fein, weil es doch immer sehr viel Energie auch kostet. Bei einem Tunnelanstich keinesfalls fehlen darf eine Statue der Heiligen Barbara. Sie zählt zu den 14 Nothelfern und gilt unter anderem als Schutzpatronin der Bergleute, Geologen und Architekten. Auch eine Tunnelpatin gehört bei so einem Bauvorhaben einfach dazu. Es ist mir eine besondere Ehre, das zu machen. Und es hat ja während der Bauphase meinen Namen. Das ist natürlich super, wenn man in einem Ort einmal für ein paar Monate seinen Namen an einen Tunnel verleihen darf. Tunnelpatin Bettina Kurz plant, einmal pro Woche auf der Baustelle vorbeizuschauen, um dafür zu sorgen, dass die Arbeiter auch unter Tage kulinarisch auf ihre Kosten kommen. In diesem Sinne, Glück auf!